Früher hieß es, dass es im Ruhrgebiet Briketts vom Himmel regnet. Doch die Zeiten sind vorbei, fast alle Zechen haben dicht gemacht. Bald wird auch hier in Bottrop Schluss sein. Dirk Opalka will, dass dann keine tote Fläche bleibt, sondern Neues entstehen kann. Ich bin selber Kind des Ruhrgebiets und ich glaube, wir neigen immer dazu, wie Ruhrpottler zu sagen, Mensch, alles schlecht, hohe Arbeitslosenquote und hier ist nichts los und der große Verderb. Aber wir haben echt viel zu bieten. Größte Hochschuldichte Europas. Wir machen extrem viel in Energiesanierung mit Innovation City Bottrop. Hier etwa entsteht ein sogenanntes Plus-Energiehaus im sozialen Wohnungsbau. Eine bisher einmalige Kombination in Europa. Sonnenkraft und Erdwärme sollen mehr Energie liefern, als die Mieter verbrauchen. Dirk Opalka war früher Industriemanager. Jetzt will er mit dem Initiativkreis zeigen, was in der Region möglich ist. Für dieses Pilotprojekt pumpt sein Verband jedes Jahr einen hohen sechsstelligen Betrag nach Bottrop. Wie viel genau, verrät er nicht. Wir packen an. Also ich glaube ganz wirklich, der Initiativkreis ist schon etwas, wo, wie es der Name schon sagt, wir packen Initiativen an. Aus Alt macht neu. Ein paar Straßen weiter wird gleich eine ganze Bergarbeitersiedlung energetisch saniert. Die Wohnungen bleiben bezahlbar, die Mieter sind begeistert. Die Wohnung super, eine schönere können sie gar nicht kriegen. Wir bauen für Menschen und das Wichtigste ist, dass sie sich hier wohlfühlen. Und ganz nebenbei kann Dirk Opalkas Verband, dem viele Unternehmen der Energiebranche angehören, neue Technologien ausprobieren. Etwa im Keller von Bernd Nitsche. So. Dieser hat jetzt ein eigenes Gaskraftwerk, das neben Wärme Strom produziert. Mehr als 90 solcher Kleinkraftwerke stehen mittlerweile in Bottrop. Sie können zu einem großen Kraftwerk zusammengeschlossen werden. Bald schon soll ein ganzes Stadtviertel mit 70.000 Einwohnern eigene Energie erzeugen. Ich denke, das ist auch eine finanzielle Sache, die sich lohnt. Während man heizt, Strom erzeugen, eigenen Strom gebrauchen und eventuell auch zu verkaufen. Moderner Wohnraum ist das eine, Arbeitsplätze das andere. Die braucht es, um junge Bewohner zu halten und anzulocken. Dirk Opalka hat vor allem die Logistikbranche im Blick. Die braucht viel Platz und der ist vorhanden. Wie alte Industriebrachen für neue Nutzer umgewandelt werden können, zeigt das Beispiel Duisburger Hafen. Erich Starke, auch Mitglied im Initiativkreis, hat vor 15 Jahren hier das Ruder übernommen und den Betrieb zum größten Containerbinnenhafen der Welt gemacht. Also Gelder dafür kamen auch aus öffentlichen Kassen. Anders hätten sie die Sanierung der alten Industrieflächen nicht stemmen können. Wir haben das alte Krupp-Hüttenwerk umgewandelt, 270 Hektar, sind heute 4.500 Menschen beschäftigt. Wäre es ein Stahlwerk geblieben, wäre es die Hälfte. Und der Unterschied ist, da sind jetzt 40 Unternehmen tätig und nicht mehr eins. Also eine sehr, sehr gelungene Sache, die ihm auch im europäischen Maßstab Zeichen gesetzt hat. Heute gehen von hier aus Waren in die ganze Welt. Das hat Magnetwirkung auf die gesamte Logistikbranche. Langsam werden die Gewerbeflächen in der Region knapp. Es gibt Flächenbedarf, aber wir haben ja hier im Ruhrgebiet viele Bergbauflächen, die ja jetzt politisch gewollt zurückgebaut werden. Und von daher, wenn man an diese Flächen drankommt und diese revitalisieren könnte, dann haben wir sicherlich auch noch mal den Flächenbedarf, den wir im Logistikbereich brauchen, gut nutzbar machen können. So wie hier im Hafen. Wo jetzt Container verladen werden, stand früher das alte Stahlwerk. Es abzureißen hat viel Geld gekostet. Auch für ähnliche Projekte will die Wirtschaft der Region Hilfe vom Staat. Ihre Forderung, dem Aufbau in Ostdeutschland muss jetzt ein Aufbau West folgen. Wir wollen da keine Konkurrenz aufbauen, aber es ist sicherlich schon so, dass man nicht nur nach Himmelsrichtungen finanzieren sollte, sondern nach Bedürftigkeit. Und da denke ich, hat auch das Ruhrgebiet es mal verdient, an eine Förderung zu kommen. Auch wenn das Ruhrgebiet schon lange nicht mehr das industrielle Herz Deutschlands ist, das Beispiel Duisburger Hafen zeigt, dass sinnvolle Investitionen die Region gewaltig nach vorne bringen können.